Ja, Christoph, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein in Luzern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Drohnen und Bodycams, als wir darüber gesprochen hatten, habe ich gesagt, ja, perfekt. Innovation, Technik, genau das Richtige für mich. Als ich dann in der Vortragsvorbereitung war, habe ich so ein bisschen nachgedacht, gegrübelt, ob es denn wirklich das richtige Thema war, weil es hat mich schwer beschäftigt, da entsprechende Daten zu finden, entsprechende Inhalte auch zu finden, weil es halt wirklich sehr, sehr neu ist. Ich möchte Ihnen jetzt so ein kleines Update geben mit Techniken und der Technik, wie sie im Moment genutzt wird, aber auch dann ein bisschen zeigen, wo vielleicht der Weg hingehen kann. Ich habe keinen Konflikt of Interest, ich habe auch keine Drohne oder ähnliches und dementsprechend kann ich hier völlig unbeeinflusst auch sprechen. Was möchte ich Ihnen zeigen? So die nächsten 40, 45 Minuten. Zum einen so ein paar aktuelle Aspekte zur Nutzung von Drohnen, insbesondere im medizinischen Bereich auch, wo oder wie Drohnen in der Medizin eingesetzt werden. Ich möchte Ihnen auch das eine oder andere zu Bodycams zeigen, was Sie ja wahrscheinlich von der Polizei aus den USA zum Beispiel kennen. Auch da gibt es im Bereich der Medizin schon die ersten Anwendungen. Ich möchte Ihnen aber auch so einen kleinen Blick in die Zukunft geben, wie sich es vielleicht weiterentwickeln kann, welche Aspekte hier von relevant sind und sich in den nächsten Jahren vielleicht auch umsetzen lassen. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über Drohnen. Ja, wenn Sie bei Google Drohnen eingeben und dann mal so die Bilder angucken, sehen Sie ganz viele Drohnen. Ja, das sind alles Drohnen. Ja, fängt an hier mit DHL, mit so einer Paketdrohne, dann so eine mit so einem Oktokopter oder wie auch immer, mit mehreren Propellern. Da sehen Sie dann eine militärische Drohne, die fliegt hier auch. Dann ganz verschiedene Drohnen, die man kaufen kann, ja, mit Propellern, aber auch mit Flächen. Und dann halt hier noch deutlich größere Drohnen, die teilweise auch Waffen mit sich führen, wo man im Krieg, im Einsatz dann auch entsprechende Stellen bombardieren kann. Wir sprechen über die kleinen Drohnen in meinem Vortrag. Ja? Sowas in der Kategorie ungefähr. Die sind dann meistens kleiner wie so ein Meter Durchmesser, wohingegen die hier manchmal so eine Spannweite von 10, 15 Meter haben und mehrere Tonnen wiegen. Also wir sprechen nicht über die militärischen, die haben ihre eigene Anwendung, aber nicht in der Medizin. Der grundlegende Unterschied zwischen den Drohnen, die hier fliegen zwar quasi alleine, haben aber irgendwo eine Kamera eingebaut in jedem Fall und werden dann remote, also von irgendwo in einem Container sitzen die Piloten, dann aber vom Piloten geflogen. Ja, es kann durchaus sein, wenn die Drohne irgendwo, keine Ahnung, in Afghanistan operiert und da dann irgendwas bombardiert, dass die Piloten in den USA sitzen oder in England oder wo auch immer, die dann über eine Satellitenverbindung sehen, wo sich die Drohne befindet, die Fluglage kennen und die Drohne quasi wie so ein Flugzeug einfach fliegen. Die haben dann manchmal auch Schichtsysteme, sodass die dann, wenn sie um 9 Uhr morgens anfangen, die Soldaten, halt um 8:55 Uhr im Container sind, eine kurze Übergabe machen, sich dann hinsetzen, die Drohne da ein paar Stunden fliegen, dreimal auf den Knopf drücken und anschließend wieder nach Hause gehen. Also so sieht die militärische Kriegsführung zum Teil im Jahr 2016 aus. Die kleinen Drohnen, ja, da gibt es dann ein paar Unterschiede, auch für den medizinischen Bereich. Die kann man natürlich auch steuern. Manche haben auch Kameras. Es gibt aber auch kleine Drohnen ohne Kameras. Und es gibt Drohnen, die fliegen alleine, ohne jegliches Zutun. Also man kann die Drohnen so programmieren, dass sie von A nach B einfach fliegen, abheben und auch wieder dort landen, wo sie landen sollen, ohne dass da irgendeiner einen Knopf drückt dabei. Das gibt es auch. Das sind so die grundlegenden Unterschiede. Also die hier fliegen generell mit ein oder zwei Piloten. Die hier können mit Pilot, können aber teilweise auch alleine fliegen. Und über die kleinen und die Anwendung derer in der Medizin oder in der Notfallmedizin möchte ich jetzt auch sprechen. Ich habe mich ein bisschen hingesetzt und habe mal bei PubMed durchgesucht, habe Evidenz gesucht zu Drohnen, habe Publikationen gesucht, wie vielleicht Drohnen im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Ja, wenn man irgendwas von A nach B bringen möchte,
zum Beispiel, habe gesucht und gesucht und gesucht und ich habe ungefähr nichts gefunden. Also es gibt einige wirklich ganz wenige Publikationen, so zwei, drei, die möchte ich Ihnen dann jetzt auch vorstellen, die sich mit dem Einsatz von Drohnen und Materialtransport beschäftigen. Ansonsten gibt es aber, weil das Thema eben so neu ist, ganz frisch etabliert wird, noch keine publizierten Daten und wahrscheinlich auch keine Studien dazu, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, es gibt so die ersten Tests von Firmen, die Transporte durchführen, aber Publikationen dadurch leider nicht. Das heißt, so richtig viel Evidenz kann ich Ihnen nicht zeigen, aber ich werde mal versuchen, Ihnen zumindest die relevanten Dinge aufzuzeigen, die wichtig sind. Kommen wir von der Theorie in die Praxis. Wir wissen, dass Medizintechnik eine sehr innovative Branche ist. Die Grafik hier auch vergleichsweise aktuell und zeigt die Anmeldungen beim Europäischen Patentamt. Und Sie können sehen, dass die Medizintechnik, aber auch die elektronische Nachrichtentechnik, die Datenverarbeitung und elektrische Bauteile ja, weit ab vorne liegen, was die Anzahl der Patentanmeldungen betrifft. Gut, ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt, aber das, was vor 10 Jahren zum Patent angemeldet wurde, kommt jetzt so langsam wirklich auf den Markt und kann genutzt werden. Also hier Medizintechnik und Elektronik weit ab vorne, sodass das sicherlich eine gute Basis ist, entsprechende Drohnen beispielsweise entwickeln zu können. Hier hat man mal die Leser von Apotheke, Apothekenumschau oder wie auch immer, gefragt, was sie denn denken, ob es Sinn macht, Arzneimittel per Drohne zu verschicken. Ja, also die Oma, die neue Blutdrucktabletten braucht, freitagnachmittags, kann das Rezept einreichen, dann kommt das Medikament vielleicht am Samstagmorgen noch rechtzeitig vorm Sonntag mit der Drohne. Wäre so eine Überlegung, so eine Situation, wo man sich sowas vorstellen kann. Die waren etwas skeptisch, muss man sagen. Also die Mehrheit geht davon aus, dass es eher ein Marketing-Gag werden könnte und nur ein geringer Teil, 7%, zeigt, wie wichtig Arzneimittel sind, dass man die transportiert. Man weiß es nicht, ob sowas auf den Markt kommen wird jemals, aber prinzipiell denkbar und machbar ist es alle Fälle. Eine Firma, die sowas schon in der Praxis ausprobiert hat, seien es jetzt Medikamente oder andere Pakete, ist DHL. Nämlich eine Drohne entwickelt haben, die schon ausprobiert haben. Ja, Sie nehmen Ihr Paket, legen es in die Packstation. Die Drohne wird mit bestückt. Danach fliegt die Drohne automatisch dahin. Ja, weil sie vielleicht auch in der Schweiz. Die nächste Packstation, wo sie muss. Da kann man jetzt einfach hingehen, kann sein Paket rausholen und hat dann die Medizin oder das Spielzeug für die Enkelkinder oder was auch immer praktisch geliefert bekommen. Also sieht so ein bisschen nach Spielerei aus, aber ein Logistikunternehmen wie DHL experimentiert damit, ja, und schätzt zumindest mal einen gewissen Bedarf für die Zukunft auch ein. Ist eine Anwendung, zwar keine medizinische, aber gibt es. Ein weiterer Mitbewerber, Amazon aus USA, haben auch hier erste Versuche und erste Schritte gemacht, um nämlich Pakete mit Drohnen automatisch programmiert auszuliefern. Ob die dann vielleicht in die Packstation gehen oder direkt zu Hause im Garten hinten landen und das Paket ablegen, weiß man nicht. Aber man sieht zumindest mal hier, mit 100 Millionen US-Dollar im Jahr 2014 wurde das Ganze gefördert. Das ist ein riesengroßer Markt, da steckt wirklich viel, viel Geld drin und das auch nur für normale Logistik, nicht medizinisch erstmal. Medizinische Anwendungen von Drohnen gibt es in ersten Ansätzen auch, gibt aber zumindest mal theoretische Möglichkeiten, Überlegungen, wo man Drohnen im Rahmen der Medizin und auch der Notfallmedizin einsetzen kann. Zum einen für eine Materiallieferung, ja, so wie ich es eben gezeigt habe, ganz allgemein mal. Medikamente können geliefert werden und von A nach B transportiert werden. Ja, für die Rettung und notfallmedizinische Szenarien sind Drohnen auch denkbar.
Patientenidentifikation, zum Beispiel beim Massenanfall von Verletzten. Ja, stellen Sie sich unzugängliche Regionen vor, ich sage mal Flugzeugabsturz irgendwo in Bergen, wo man schlecht hinkommt und nicht weiß, wie viele Menschen verletzt wurden oder betroffen sind. Da lassen sich Drohnen beispielsweise auch einsetzen, die man dann hinfliegen kann, um zu gucken einfach, wie es denen geht, wie viele es sind, um die Lage insgesamt einzuschätzen. Dann für die Aufklärung natürlich auch, vielleicht so im Rahmen der Katastrophe, Katastrophenschutz, Katastropheneinsatz, aber vielleicht auch eher so bei Demonstrationen in Zusammenarbeit mit der Polizei, vielleicht um einzuschätzen, wie viele potenzielle Menschen damit betroffen sein können. Also in so einem allgemeinen medizinische Anwendungen, die man sich für Drohnen vorstellen kann, zu denen es erste Untersuchungen, auch erste Anwendungen auch gibt. Eine davon, Sie sehen es hier, das Blaulicht auf der Drohne drauf mit Polizei zur Überwachung, ja, fliegende Kameras im Such- und Rettungsdienst, wenn es darum geht, vielleicht verschwundene Menschen irgendwo aufzuspüren, in schwer zugänglichen Regionen oder in größeren Regionen, gibt es bereits jetzt kommerziell erhältlich Drohnen, die eingesetzt werden können. Ja, Sie können hier eine sehen, so ein Oktokopter mit einer Kamera hier vorne. Die können Sie dann einfach nehmen, können Sie fliegen lassen, dann entsprechend steuern, können mit der Kamera ein bisschen gucken, wo Sie sich befinden, beziehungsweise ob Sie das finden, was Sie denn suchen. Also es wäre zum Beispiel beim Suchen von entlaufenden Patienten durchaus denkbar. Sieht dann so aus, Sie haben die Drohne hier mit einer wirklich guten Kamera unten in HD-Videoqualität. Es gibt einen Pilot, den man dazu braucht, der hier seine Steuerinstrumente hat, zum einen mit Bildschirm, zum anderen auch für die Bewegung und Fortbewegung der Drohne. Den kann man optional natürlich dann auch noch mit dem Kameramann, der vielleicht die Kamera separat führt, dann nehmen, einer entsprechenden Videoübertragung zum Beispiel an die Rettungsleitstelle gleich mit dazu, sodass dann entsprechendes Notfallteam, wenn man denn das findet, was man sucht, auch alarmieren kann. Das wäre eine Möglichkeit, wie diese Firma hier im Rahmen vom Katastrophenschutz oder vielleicht auch vom Massenanfall von Verletzten den Einsatz von einer Drohne sieht. Und der ist im Moment auch machbar. Also es ist durchaus so, dass man die Drohne kaufen kann, ziemlich teuer, aber kann man dazu verwenden, wenn es denn Bedarf im Rettungsdienst gibt. Das Ganze geht auch noch ein bisschen weiter. Es gibt sogar für die Drohnen entsprechende Kurse. Sky Futures was one of the first CAA. Das ist leider in Englisch, aber denke ich kein Problem. Das ist eine Firma, die kommerziell Kurse und Schulungen im Umgang mit Drohnen anbietet. Diese Schulung sieht so aus, dass Rettungsdienstmitarbeiter dann den Umgang mit der Drohne lernen, entsprechend zu fliegen, von der Handhabung, was sie machen müssen, um dann weitere Teams, ja, hier zum Beispiel die löschen, entsprechend zu instruieren. Ja. Diese Kurse als solche sind über einen größeren Zeitraum sehr intensiv auch gemacht. Wir sprechen hier von sehr umfänglichen Übungen und Szenarien mit einer abschließenden Prüfung, sodass man als Drohnenführer in Anführungszeichen dann eine ausreichende Qualifikation hat bei Spezialeinsätzen. Ja, wenn man hier so die Drohnen sieht, sei es in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, sei es in Zusammenarbeit mit der Polizei, sei es in Zusammenarbeit mit der technischen Rettung, dann entsprechend ausreichend ausgebildet ist, um die Aufklärung durchzuführen, um die Drohne entsprechend zu führen. Also das ist eine richtige Schulung, eine richtige Industrie, die dahinter steckt, um entsprechend diejenigen auszubilden und fortzubilden, damit sie die Drohnen dann auch wirklich einsetzen können. Eine weitere medizinische Anwendung betrifft die Reanimation. Man kann sich ja vorstellen, wenn es wirklich darum geht, schnellstmöglich beim Patienten mit dem Herz-Kreislauf-Stillstand medizinische Hilfe herbeizuführen. Ja, der Laie, der vielleicht irgendwo mit dabei steht, wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, der kann und soll
eben mit dieser Drohne, ja, die heißt dann Defi-Copter, ja, warum? Weil es ein Defi gleich mit sich führt, dann Hilfe bekommen. Das heißt, man hat hier eine Drohne, die GPS-gesteuert funktioniert, die hat einen automatischen externen Defibrillator mit an Bord, der dann über einen Fallschirm abgeworfen wird. Ja, es gibt einen Bielefelder Drohnenhersteller in Mitteldeutschland, die machen das zusammen mit Schiller, die die AEDs dann stellen und dementsprechend so bis 2018 ungefähr damit rechnen, dass die Drohne einsatzbereit sein kann. Wie sieht sowas aus? Ja, der ASB experimentiert damit, auch das ist so ein Oktokopter, den Sie hier sehen können, da ist der AED bzw. der Defi unten drunter angebaut. Das ist so eine Dockingstation, so ähnlich wie die Paketstation bei DHL, wo die Drohne drin quasi ruht oder wartet, bis er alarmiert wird. Wenn die Drohne alarmiert wird über GPS, dann direkt zum Einsatzort fliegt. Man kann dieses System dann über so eine mobile App beispielsweise starten, ob das dann der Patient selbst macht oder ob das vielleicht über die Rettungsleitstelle geht, die dann entsprechend die Drohne alarmiert. Sei dahingestellt. Jedenfalls am Zielort kann man dann sehen, wo man den Defi bzw. den AED abwerfen kann. Der wird dann mit einem Fallschirm abgeworfen, sodass man innerhalb sehr kurzer Zeit beim Patienten den Defi positionieren kann. Also wir in Köln haben Defis in allen Sparkassenfilialen vorne, wo der Geldautomat ist. Ja, das ist mitunter ja relativ weit. Die hier würde mit 70 Kilometer pro Stunde ankommen, einen Radius von 10 Kilometer versorgen und dann einfach direkt den Defi auf Knopfdruck abwerfen. Wie kann sowas aussehen? Ja, beim Golfspielen auf dem Golfplatz, da kommt der Defi angeflogen. Ja, die Drohne ist auch da mit entsprechender Kamera und eine entsprechende Überwachung dann auch möglich. Ich möchte Ihnen da auch nochmal einen kurzen Film zeigen. Ja, so ein bisschen was wie ein Werbefilm vom ASB. Vielleicht auch nicht unbedingt der klassische Kandidat für einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Jetzt zählt jede Minute. Aber schnelle Hilfe kommt nicht einfach vom Himmel. Oder doch? Ist ein Schwarm. Jährlich erleiden rund 60.000 Menschen in Deutschland einen Herzstillstand, häufig mit tödlichem Ausgang. Das muss nicht sein. Lebensrettend sind die sofortige Herzdruckmassage und der Einsatz eines Defibrillators, kurz Defi. Ein Defi kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen beenden. Moderne Defis sind klein und automatisiert. Sie können und sollen auch von medizinischen Laien eingesetzt werden. Klebeelektrode, wie abgebildet, fest auf den nackten Brustkorb kleben. Generell ist eine Fehlabgabe eines Schockes nicht möglich, da das Gerät eine Analyse durchführt und feststellt, ob das Herz noch schlägt oder nicht. Schock wurde abgegeben. In vielen Gebäuden sind heute öffentlich zugängliche Defis installiert. Der ASB und der Verein Definetz setzen sich für eine flächendeckende Versorgung mit Defibrillatoren ein. Je schneller ich so ein Gerät verfügbar habe und auch einsetzen kann, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Betroffene erfolgreich wiederbelebt werden kann. Dem ASB liegt es am Herzen, dass man eine flächendeckende Versorgung mit Defibrillatoren hat, aber auch, dass in der Bevölkerung bekannt ist, wo denn die Standorte der Geräte sind. Doch gerade im ländlichen Raum ist eine flächendeckende Installation von Geräten nicht möglich. Hier kommt eine neue Idee ins Spiel. Der Defi-Copter. Definetz hat zusammen mit dem Drohnenhersteller Hightech einen Oktokopter entwickelt. Der soll in Zukunft die Lebensrettung aus der Luft ermöglichen.
Es gibt Bereiche wie Hochgebirge oder auch ländliche Regionen, die sehr dünn besiedelt sind oder beispielsweise auch große Seen oder wenn man sich die Küstenrettung ansieht, da kann man unter Umständen nicht schnell genug mit dem RTW hinkommen. Und genau dafür ist unser Rettungssystem gedacht, dass schnell der Defibrillator von A nach B gebracht werden kann, denn wir wissen alle, da geht es um Zeit. Was ist denn los? Und so soll die Hilfe mit dem Defikopter aussehen. In der Rettungsleitstelle geht ein Notruf ein. Rettungsleitstelle Köln, guten Tag. Tanja Müller, mein Freund, der ist hier einfach umgefallen. Wo sind Sie denn? Parallel zum Rettungsdienst wird sofort der Defikopter gestartet. Durch Handyortung kennt das System die Koordinaten des Unglücksortes, sodass der Defikopter selbstständig zu seinem Ziel findet. Am Zielort überträgt die Drohne per Kamera die Bilder vom Boden. So kann der Drohnenpilot eine geeignete Stelle für den Abwurf des Defis wählen. Sebastian? Was passiert? Ich glaube, es war erfolgreich. Konkret gibt es zwei Probleme mit dem existierenden Luft. So. Man hat es tatsächlich in Köln getestet, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und es scheint auch zu funktionieren, dass man zumindest mal eine Drohne von A nach B schicken kann, dann entsprechend den Defi abwerfen kann, um schnellstmöglich die medizinische Hilfe zu bringen. Ein ähnliches Gerät wurde in Holland entwickelt, im Jahr 2014, dann auch vorgestellt von der Technischen Universität Delft, das nicht automatisch fliegt, sondern über eine Webcam dann entsprechend gesteuert werden kann. Ist ein bisschen schneller und kann auch einen ähnlich großen Radius dann versorgen. Ich zeige Ihnen mal, wie das aussieht. Stellen Sie sich vor, ein Mann bricht mit einem Herzinfarkt zusammen. Was würden Sie tun? Wie lange dauert es, bis ein Arzt vor Ort ist? Und was kann man in der Zwischenzeit tun? Alec Momont hat im Rahmen eines Studienprojekts der niederländischen TU Delft eine Drohne entwickelt, die innerhalb weniger Minuten am Unfallort ist und medizinische Erstversorgung transportiert. Per GPS wird der Anrufer geortet und in kurzer Zeit ist die Drohne vor Ort. Notfallärzte sprechen die ganze Zeit mit den Beteiligten über die Drohne, geben Anweisungen und versuchen zu beruhigen. Mit der eingebauten Webcam kann der Notfallarzt auch immer die Situation einschätzen und dementsprechend handeln. Momont entwickelte die Drohne zusammen mit der belgischen Innovationsplattform Living Tomorrow. Getestet wurde sie aber noch nicht an echten Patienten. Alec Momont jedenfalls möchte es schaffen, in den nächsten 5 Jahren ein ganzes Drohnennetzwerk aufzubauen. Sicher ist, dass so viele Menschenleben gerettet werden könnten. Also diese sogenannte Ambulance Drone funktioniert ähnlich, hat aber dann keinen Defi als solches, sondern medizinisches Equipment. Die hat auch eine Kamera mit dabei. Wenn die dann gelandet ist, nimmt man die einfach mit wie so eine Art Notfallkoffer zum Patient und hat dann audiovisuellen Kontakt zur Rettungsleitstelle, kann Informationen bekommen, vielleicht Anweisungen bekommen, um die medizinische Erstversorgung von den Patienten auch durchzuführen. Also ähnliches System mit kleinen Unterschieden, funktioniert aber auch. Die Publikation hier möchte ich Ihnen kurz vorstellen, aus PLOS ONE, recht aktuell, am 10. Mai diesen Jahres publiziert. Da haben die Kollegen so einen Algorithmus entwickelt, wie so eine Drohne, wenn sie über ein Gebiet fliegt, dieses Gebiet abfliegen kann, um die Verletzten im Rahmen vom Massenanfall dann entsprechend abzusuchen und zu zählen. Das ist ein sehr komplexer Algorithmus mit vielen, vielen Zahlen, das möchte ich Ihnen ersparen. Den Kollegen ist allerdings gelungen, über einen großen Feld befindliche Personen dann mit der Drohne automatisch zu identifizieren und den Flugweg von der Drohne entsprechend zu berechnen, dass die alle nacheinander sozusagen gesichtet werden können. Ich glaube, das ist eine wichtige Innovation aus den letzten Monaten, die zukünftig im Rahmen notfallmedizinischer Versorgung von Patienten auch Einfluss haben wird und Anwendung finden kann.
Zum Transport vom Blut gibt es auch eine Publikation aus dem Jahr 2015. Das ist auch eine Drohne, hier eine schematische Zeichnung, die letztendlich entwickelt wurde, um zum Beispiel zwischen verschiedenen Krankenhäusern Blutkonserven zu transportieren. Da geht es dann mitunter auch zeitkritisch darum, die Konserve von einem Krankenhaus, vielleicht vom großen Krankenhaus, vom Zentrum, in ein kleines Krankenhaus, wo es ein Problem mit dem Patienten gibt, zu transportieren. Also auch hier gibt es schon erste Untersuchungen, erste Anwendungen für den Bereich Notfallmedizin. Kann dann so aussehen, ja, ein bisschen eine größere Drohne, die unten drunter so eine Styroporbox hat, wo die entsprechenden Medikamente oder Blutprodukte drin sind. Und auch das hat man bereits schon getestet in Deutschland, und zwar in Frankfurt, wo in einem Krankenhaus, das ist der Hubschrauber, Drohnenlandeplatz irgendwo im Hinterhof, auf der Wiese, wo der Flugverkehr stattfindet, um Material von einer Stelle zu einer anderen Stelle im Krankenhaus zu transportieren. Also das ist mittlerweile vielleicht noch keine praktische Realität, aber zumindest Praxis erprobt und funktioniert. Auch im Ausland geht es, in Afrika auch, zum Beispiel hier die Drohnen, die notfallmedizinische Versorgung, Versorgungsgüter, Medikamente oder ähnliches transportieren und dann Ruanda abwerfen können. Ja, sehen ein bisschen anders aus, fliegen ähnlich wie ein Flugzeug, haben die Kiste unten drin und dann fällt die einfach raus an der richtigen Stelle, sodass die Medikamente oder Dinge, die da drin sind, dann auch in so einem kleinen Dorf oder wo auch immer verwendet werden können. Für Blutröhrchen, Transport ins Labor, ja, gibt ja größere Krankenhäuser, wo vielleicht die Strecke sehr groß ist, die dann aufwendig mit Personal transportiert werden muss oder vielleicht mit Rohrpost, ja, ist ja auch technisch sehr anfällig transportiert werden muss. Auch da kann man sich vorstellen, dass man es mit Drohnen macht. Ja, einfach diese Blutröhrchen oben da reinpackt, vielleicht nicht zu viel, damit die Drohne noch abhebt, automatisch programmiert, dann vielleicht von einer Normalstation ins Zentrallabor, vielleicht auch etwas weiter entfernt in einem Nachbarkrankenhaus, Blutröhrchen transportieren kann. Also da gibt es auch erste technische Anwendungen dafür, um für die Diagnostik kleinere Dinge, Blutröhrchen zum Beispiel, zu transportieren. Hauptanwendungsgebiete für Drohnen und den Einsatz von Drohnen sind aber nichtsdestotrotz zum einen Großstädte, wenn man viel Verkehr hat oder viel Stau auch vorhanden ist, um schnell von A nach B zu kommen. Also das, was wir in Köln dann manchmal mit dem Hubschrauber machen, wenn man von Köln-Bonn mit dem Primärhubschrauber in die Innenstadt fliegt, weil gerade kein Notarzt frei ist und den Notarzt dann zubringt. Das kann man sich prinzipiell in Großstädten auch mit Drohnen vorstellen. Zwar dann kein Menschentransport oder kein Notarzttransport, sondern nur das medizinische Equipment. Aber wenn man davon ausgeht, dass beim Rettungsdienst der Rettungswagen schneller beim Patient sein kann, macht es durchaus Sinn, dann eine Drohne zum Beispiel einzusetzen. Also wenn viel Verkehr oder viel Stau herrscht in Großstädten, bietet sich eine Drohne an, aber auch in sehr dünn besiedelten ländlichen Gebieten, wenn die Entfernungen groß sind. Ja, man muss jetzt mal, keine Ahnung, in Deutschland, im Schwarzwald, unten Freiburg hinten raus, mal denken, da muss der Notarzt manchmal 20, 25 oder 30 Minuten anfahren, bis er dann auf dem kleinen Bauernhof auf dem Berg ankommt, wo er hin soll. Das könnte man sich durchaus auch mit Drohnen und einem Drohnennetz vorstellen. Sicherlich auch in der Schweiz für die Bergrettung machbar. Also diese beiden Punkte, nämlich Großstädte mit viel Verkehr oder Stau, auf der anderen Seite aber auch die ländlichen Gebiete mit großen Entfernungen, sind zwei Hauptanwendungsgebiete für Drohnen. Leider Gottes, und ich muss jetzt für Deutschland sprechen, weil die schweizerischen Gegebenheiten kenne ich nicht im Detail. Hintergrund ist der folgende: Mit der EASA, dieser European Aviation Safety Agency, die auch in Köln zufällig sitzt, gibt es ein Regularium, ein sehr ausuferndes, was den Betrieb von Flugzeugen und auch unbemannten Luftfahrzeugen, dazu zählen die Drohnen dann auch,
reguliert. Da ist leider so, dass man so eine Drohne nicht zulassen kann, rechtlich, wenn es autonom Flüge im Luftraum durchführt. Also irgend so ein Ding, was von A nach B fliegt und ein Paket ausliefert oder ein Defi ausliefert, darf in Deutschland und Europa erstmal nicht fliegen, weil es eben autonom fliegt. Wenn da ein Pilot das Ganze steuern würde, dann würde es gehen. Macht aber dann auch wieder für die Anwendung im Bereich der Notfallmedizin keinen großen Sinn. Des Weiteren, Abwerfen von Gegenständen aus Luftfahrzeugen, und da ist jetzt egal, ob das Sandsäcke sind oder Wasserkanister oder eben AEDs oder Defis, ist generell untersagt. Also man darf keine Gegenstände von Luftfahrzeugen abwerfen. Das heißt, der Einsatz von Drohnen ist im Moment, was das in Europa betrifft, erstmal sehr, sehr limitiert, weil man darf so A nicht fliegen und B darf man auch nichts davon abwerfen. Wird man sehen, wie sich das entwickelt, ob es vielleicht eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen gibt, vielleicht eine Ausnahmegenehmigung oder Ähnliches. Aber im Moment, muss man sagen, hört die Zukunft an dieser Stelle aufgrund der Rechtsprechung und der gesetzlichen Rahmenbedingungen leider erstmal auf. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt, die Bodycams und den Einsatz derer im Rahmen der Notfallmedizin oder der Medizin im Allgemeinen. Das kennen Sie wahrscheinlich, irgendein Polizist aus USA, der die Kamera gleich mit sich führt. Mittlerweile auch Standard, auch das gibt es in Europa auch schon bei der Polizei, einfach zur Dokumentation verschiedener Lagen, wenn die Polizisten eintreffen. Das ist prinzipiell mal eine gute Idee. Da habe ich auch den nächsten Film. Da geht es auch um eine Bodycam. Eine schlechte Qualität leider entschuldigt, aber ich muss es runter komprimieren, weil es zu groß war. Ein Kollege aus der Herzchirurgie, der seinen tagtäglichen Ablauf in der Bodycam gefilmt hat, dann so ein bisschen zusammenkopiert, komprimiert hat, um einfach den Tagesablauf mal darzustellen. Ja, so ein bisschen abgehetzt, dann in irgendeiner Besprechung noch ein bisschen was unterschreiben, dann geht es auch gleich weiter. Ja, ein bisschen Handy gucken. Ab in Grün, Röntgenschürze an, ab in OP, noch ein bisschen mit Anästhesist sprechen, Hände waschen, einkleiden lassen und los geht die Operation. So, ich erspare Ihnen jetzt den Alltag von einem herzchirurgischen Kollegen von vorne bis hinten anzugucken. Ist auch eine ganz witzige Sache, muss man sagen, weil wenn man sich das anguckt, erstmal lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, hat es aber einen ganz ernsten Hintergrund, weil es dient unter anderem auch zur Rekrutierung des Nachwuchses. Ja? Also der mediale Effekt, den darf man nicht unterschätzen, weil man vielleicht damit Studenten für das eigene Fach auch begeistern kann oder vielleicht Aufklärungsarbeit in der breiten Masse betreiben kann. Also das ist keine Routineanwendung natürlich und das wird in Zukunft auch nicht mehr oder weniger werden, das sind Einzelfälle, aber gibt es durchaus schon seit längerer Zeit in der Medizin. Die Kollegen hier im Annals of Emergency Medicine publiziert im Jahr 2015 haben mal überlegt, welche Möglichkeiten, welche Probleme, welchen Einsatz, welche Notwendigkeit gibt es denn für Body Cameras im Emergency Department? Sollten denn vielleicht die Ärzte, die Notärzte dort, die innerklinische Notfallmedizin machen, vielleicht auch Kameras tragen? Ja, es könnte in USA zumindest mal, vielleicht für die Sicherheit von Personal gut sein, ja, für die rechtliche Absicherung, was man jetzt gesagt hat oder nicht gesagt hat oder gemacht hat oder nicht gemacht hat. Für den Datenschutz vielleicht eher so nachteilhaft, zumindest mal in Europa, wenn man alle Patienten ablichtet auf irgendeiner Kamera, dann auch medizinische Details von sich gibt, was dann irgendwo wieder gespeichert wird oder vielleicht weiterverwendet werden kann. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den man bei der Bewertung eines solchen Systems mit bedenken muss.
Die Reduktion von Schadensersatzklagen, ja, könnte vielleicht zu dem Punkt Sicherheit fürs Personal auch passen. Das ist auch eine Möglichkeit und vielleicht ein Grund, so eine Bodycam überhaupt zu tragen. Also die Kollegen haben das sachlich nüchtern mal analysiert, was man damit machen kann, welche Vor- und welche Nachteile das es hat. Ob sich es durchsetzt, wird man sehen. So wie der Kollege eben aus Köln, aus der Herzchirurgie, der seinen Tagesablauf gefilmt hat, gibt es auch hier diese Untersuchung bzw. dieses Projekt hier mit einer etwas größeren GoPro-Stereokamera auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht, so zu operieren, aber es geht zumindest. Oder auch die Kollegen hier, die eine etwas dezentere, kleinere Kamera haben, nämlich von Google, Google Glass, die ihre Operationen filmen und dann damit Training machen. Nämlich Training zum einen mit Kollegen, die sich die Operation dann Schritt für Schritt quasi aus der Sicht des Operateurs danach oder auch während der Operation angucken können. Kann man genauso gut aber auch für die studentische Ausbildung verwenden, indem beispielsweise voroperiert wird oder vielleicht eine Live-Schaltung in OP gemacht wird, um anatomische oder spezielle operative Details darzustellen. Also das, was man vielleicht vor 100 Jahren hatte, in so einem riesen Hörsaal, wo man vor der breiten Öffentlichkeit Narkose gemacht hat oder voroperiert hat oder eine Sektion durchgeführt hat, das lässt sich jetzt heute relativ elegant und diskret mit so einer kleinen Brille und einer entsprechenden Übertragung machen, bietet sich sicherlich auch für Kongresse oder Voroperieren an. Also diese Applikationen als solches gibt es schon. Die werden genutzt in einigen Ländern. So, das ist der Status quo, wie es im Moment aussieht auf dem Markt und welche Möglichkeiten vorhanden sind. Ich wage jetzt mal so einen kleinen Blick, oder ich versuche mal einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Nämlich, wie können Sie es zukünftig auswirken? Und da muss ich gleich zu Beginn sagen, meine Meinung ist, die Zukunft hat schon lange begonnen. Es gibt diese Anwendungen, die sind vielleicht noch nicht so bekannt, die werden sich aber in den nächsten wenigen Jahren sicher etablieren, durchsetzen und ich denke, dass man in 10 oder 15 Jahren mit einer gewissen Selbstverständlichkeit diese Techniken auch nutzt. Denken Sie mal daran, ja, operieren ohne jegliche Berührung. Ja, okay, der eine oder andere muss ja an den Kopf greifen, weil es ein bisschen länger dauert wie sonst, ja, aber der, der es operiert, hat keinerlei Kontakt zum Patienten. Es funktioniert alles mit Kameras auf dem Patient drauf. Es funktioniert ohne jegliche Kabelverbindung von A nach B erstmal. Es kann alles quasi per Funk oder halt Netzverbindung übertragen werden. Und üblicherweise, ja, sitzt der Operateur im gleichen Raum wie da, wo der Patient operiert wird. Aber das ist technisch gesehen gar nicht nötig. Der kann in den USA sitzen mit seiner Konsole hier zum Operieren und der Patient könnte rein theoretisch irgendwo in Europa liegen und operiert werden. Also die Technik ist bereits vorhanden, die Technik wird genutzt. Es ist zwar jetzt keine Bodycam im engeren Sinne, aber eine Kamera ist hier auch im Patienten drin und kann per Remote verwendet werden. Oder denken Sie an sowas. Die Publikation aus Resuscitation fand ich ganz lustig. Where no guideline has gone before, spielen hier auf Raumschiff Enterprise drauf an und haben einfach mal untersucht, wie die Reanimation bei Raumschiff Enterprise im 24. Jahrhundert aussehen wird oder ausgesehen hat, wie es sein wird. Ja, Tricorder zum Beispiel. Haben insgesamt 526 Episoden untersucht, haben dann auch wirklich ein paar Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand gefunden, haben das näher analysiert, haben eine detaillierte Aufstellung gemacht, was die Ursachen waren. Hauptsächlich Trauma. Ja, also im 24. Jahrhundert, Blick in die Zukunft, vielleicht ein Trauma als Hauptursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand. Aber die konnten auch mit ihrem Tricorder dann das Ganze dann scannen, gucken, wo die Ursache liegt und eine Prognose abgeben und Patienten identifizieren, die vielleicht auch wieder überleben. Ja, sieht jetzt auch so ein bisschen lustig aus, wenn man sich so eine Szene anguckt mit dem Tricorder. Ja, aber ich kann Ihnen sagen, das gibt es nicht erst im 24. Jahrhundert. Das hat heute schon begonnen. Ja,
diese Applikation hier, es war kein Tricorder, es sieht vielleicht ein bisschen hässlicher aus, also Optimierungsbedarf hinsichtlich des Äußeren besteht da noch, aber man kann mit diesem Gerät außen ohne Kontakt quasi abschätzen, ob ein Patient eine intrakranielle Blutung hat oder nicht. Ja, und das ist nichts anderes wie quasi so ein Tricorder, wenn man so möchte. Von außen in den Patient hineinleuchten, eine Information haben, ohne Patientenkontakt, wie beispielsweise beim CT aufwendig darstellbar. Also das gibt es heute schon, das ist auf dem Markt und kann gekauft werden. So, meine Zeit ist am Ende. Was möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben? Hauptanwendungsgebiete von medizinischen Drohnen sind zum einen Großstädte, viel Verkehr, lange Transportzeiten, vielleicht nicht unbedingt die Strecke, aber die Zeit, die lang ist, oder aber auch lange Transportwege bei dünn besiedelten Gebieten. Man kann Material zum Patienten bringen, kann aber auch Material einfach transportieren zwischen verschiedenen Standorten. Das kann automatisch funktionieren, technisch gesehen, kann aber auch quasi per Fernsteuerung realisiert werden, wenn es einen Piloten, Anführungszeichen, gibt, der die Drohne dann fliegt. Bodycams werden genutzt, nicht nur von der Polizei im Jahr 2016, sondern auch im Bereich der Medizin, im Bereich der Notfallmedizin, zum Beispiel zur Dokumentation, Ausbildung, aber auch als Routineverfahren im OP, um anderen im Rahmen von Training beispielsweise spezifisch Situationen darzustellen. Mein ganz klares Statement zum Ende ist, ich glaube nicht, dass die Zukunft noch kommt in dem Bereich. Ich glaube, die Zukunft ist schon lange da, die hat bereits begonnen. Die Anwendungen werden sich so in den nächsten Jahren sicherlich im Bereich der Medizin etablieren. Und ich bin gespannt, was dann noch alles kommt, mit dem wir heute im Jahr 2016 gar nicht mitrechnen. Damit ganz recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Das ist ungefähr ganz zufällig der Ausblick aus meinem Hotelzimmer. Hatte ich aber letzte Woche beim Erstellen der Präsentation einfach mal runtergeladen, weil es mir so gut gefallen hat. Damit, wenn es Fragen gibt, gerne.